Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es einmal um einen Face Changer und ist gerade für die Leute gut, die ihr Handy zum Stream benutzen bzw. die Kamera als Facecam für ihren Stream benutzen. Das Ganze ist in OBS Studio verfügbar, allerdings auch in anderen Apps und ich zeige euch einmal, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Falls euch dieses Video hier gefällt oder euch auch andere Videos hier von mir weitergeholfen haben, lasst doch gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben auf dem Video da und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr sucht professionelle Designs und Overlays zu fairen Preisen, dann seid ihr bei OwnTV genau an der richtigen Adresse. Neben kompletten Stream-Overlay-Paketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen und sogar Logo-Designer und Emote-Maker benutzen. Mit dem neuen Emote-Maker sind selbst animierte Emotes gar kein Problem mehr. Wählt zwischen vielen verschiedenen Vorlagen aus und passt diese ganz nach euren Wünschen an. Genau wie die Emotes sind auch alle anderen Produkte direkt nach dem Kauf zum Download verfügbar und können durch die passenden Formate direkt auf Twitch hochgeladen werden. Falls das für euch interessant klingt, checkt auch gerne den Link in der Videobeschreibung aus und verwendet den Code FINNINGWEST für satte 50% auf alle Produkte. Als allererstes müssen wir natürlich einmal die App von EpoCam auf unserem Handy installieren. Hier ist auch nochmal die genaue Anleitung. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach nach der App suchen und dann einmal die kostenlose Variante davon herunterladen. Es gibt auch eine kostenpflichtige. Es reicht hier aber vollkommen, die kostenlose Variante rauszusuchen und zu installieren und danach einmal auf eurem Computer, entweder für Mac oder für Windows, dieses Programm zu installieren. Das ist eine ganz einfache Download-Datei, die führt ihr einmal aus und dann sollte das Programm auch schon installiert sein. Das Ganze ist ein Programm von Elgato und heißt Camera Hub. Und wenn ihr dann die App auf eurem Handy installiert habt, könnt ihr die einmal öffnen und sobald das Handy und der Rechner im gleichen Netzwerk verbunden sind, sollte sich das automatisch verbinden. Ansonsten kann man die beiden Programme auch per Bluetooth zusammenschalten. Wenn ihr das Ganze dann gestartet habt und die Kamera läuft und das Ganze per WLAN verbunden ist, dann solltet ihr hier eure Kamera sehen und dann haben wir hier einige Einstellungsmöglichkeiten auf der linken Seite. Hier können wir einmal die Front- oder die hintere Kamera auswählen. Hier sehen wir dann einmal, mit welchem iPhone das hier verbunden ist und dann können wir hier auch im Bild noch einiges einstellen, wie zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, Sättigung und so weiter und so fort. Für jeden, der eine Nvidia-Grafikkarte verbaut hat, sollte hier auch noch dieser Reiter Effekte zu sehen sein. Hier können wir verschiedene Effekte hinzufügen, wie zum Beispiel neue Hintergründe hinzufügen, die sowohl animiert als auch statisch sind. Und grundsätzlich geht es ja hier natürlich einmal um den Face Changer und deswegen richte ich die Kamera jetzt einmal so aus, dass man mein Gesicht sieht. Allerdings ist es so, dass ich jetzt hier kein Stativ für meine Kamera habe. Jeder, der jetzt sein Handy sowieso als Kamera benutzt für seine Streams, was durchaus eine sinnvolle Option ist, bei dem sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Und hier ist es natürlich so, dass mein Mikrofon auch noch im Weg ist und das Ganze nicht so optimal aussieht. Allerdings, wenn ihr das Ganze schön eingerichtet habt, dann sollte das bei euch sehr, sehr gut aussehen. Und hier können wir jetzt bei dem Objektiv verschiedene Sachen auswählen und unser Gesicht dementsprechend verändern. Dazu klicken wir das Ganze nur an und wir sehen schon, dass das Gesicht automatisch verändert wird. Bei mir sieht das jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, weil das Mikrofon auch irgendwie noch davor ist und die Kamera natürlich von unten auf mich zeigt. Wäre das jetzt die gleiche Position, in der ich meine Kamera sonst habe, würde das Ganze deutlich besser aussehen. Hier können wir jetzt natürlich verschiedene Sachen ausprobieren. Es muss natürlich nicht immer direkt nur ein anderes Gesicht sein. Wir können das Ganze auch einfach schwarz-weiß schalten oder einen Greenscreen hinzufügen. Hier könnt ihr euch jetzt ganz einfach einmal kurz ausprobieren, worauf ihr Lust habt. Und wenn ihr was gefunden habt, was euch gefällt, geht ihr einfach in OBS Studio, klickt dann hier auf das Plus und einmal auf das Videoaufnahmegerät, klickt hier auf OK und bei dem Videoaufnahmegerät wollen wir dann einmal die Elgato Virtual Kamera hinzufügen und schon haben wir diese Kamera hier hinzugefügt und können diesen Effekt bzw. diesen Filter nutzen. In der kostenlosen Variante haben wir hier natürlich noch diese Wassermarke. Wir können allerdings einfach nur Alt-GR gedrückt halten und das Ganze zucroppen und auch dann ist diese Wassermarke weg. Und sobald wir jetzt hier den Effekt einfach in diesem Programm ändern, ändert sich das auch automatisch in OBS Studio und so können wir hier verschiedene Filter benutzen. Wie gesagt, eure Kamera wird wahrscheinlich anders ausgerichtet sein und ein bisschen besser aussehen, aber so ist das grundlegend eine sehr, sehr sinnvolle Option und vor allen Dingen auch eine kostenlose und einfache Version, einen Face Changer in einem Stream zu benutzen. Da es Snap Camera nicht mehr gibt, ist das, finde ich, die bisher beste Option und beste Lösung, die man dafür nutzen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann.